Menschen, die nach oben starren. Dieses Bild gibt es heute im Hauptbahnhof oft zu sehen. Wie es weitergeht, das verrät nur die Anzeigetafel. Überall Verspätungen. Der normale Fahrplan gilt nicht mehr, sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr. Ich habe Besuch aus Norwegen und die müssen heute noch zurückfliegen. Und wir warten auf den Zug nach Hamburg. Und wie das so aussieht, fallen einige aus. Wenn wir Glück haben, haben wir einen Ersatzzug. Der fährt dann wesentlich später. Platzreservierung, alles ist hin. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass wir einen Flieger kriegen. Ich wusste, dass gestreikt wurde, aber ich wusste nicht, dass mein Zug auch dafür vorgesehen ist. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie heute noch nach NRW kommen? Das hoffe ich mal schon. Ich wollte zu Hause schlafen. Mit ihrem Streik, hier Bilder von heute Morgen in Duisburg, will die Bahngewerkschaft EVG höheren Lohn für ihre Mitglieder erstreiten. Unser Ziel ist es, wertschätzendes Angebot des Arbeitgebers für unsere Mitglieder zu bekommen, was bis dato noch nicht passiert ist. Wie viel Prozent wären das denn? Unsere Forderungen sind 7,5%. 7,5% mehr Lohn. Die Bahn hatte etwa 1% weniger geboten. Sie spricht heute von einer unnötigen Eskalation. Wir waren bei den Verhandlungen mit der EVG schon sehr weit. Wir hatten ja ein Paket angeboten in einem Gesamtvolumen von 6,7%. Es war für uns nicht nachvollziehbar, dass die EVG dann die Verhandlung unterbrochen hat. Nicht nachvollziehbar. Das sehen einige Reisende, die heute am Bremer Hauptbahnhof in den Schlangen stehen müssen, ähnlich. Ein bisschen Unverständnis habe ich schon. Man darf es nicht übertreiben. Das ist meine Meinung. Ständig ist da was mit der Deutschen Bahn. Ich bin jetzt nach Ewigkeiten wieder, wollte ich mal mit denen fahren. Aber es ist schier unmöglich. Das ist eine Frechheit der übelsten Sorte. Das ist nicht nur, dass man die Bahn erpresst, sondern auch die Leute schikaniert. Ich muss damit leben, ich kann es ja nicht ändern. Zumindest der Regionalverkehr normalisiert sich ab Mittag wieder. Und eine vage Hoffnung für Weihnachten gibt es auch. Auszuschließen ist erstmal nichts, aber wir gehen nicht davon aus, dass Weihnachten, das Weihnachtsfest gefährdet sein wird. Überhaupt ist kurzfristig nicht mit weiteren Warnstreiks zu rechnen. EVG und Bahn wollen sich schon morgen Nachmittag wieder an den Verhandlungstisch setzen.